heute wieder ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Und zwar ist mir eingefallen, beziehungsweise mich hat vor kurzem ein Kunde angesprochen, der Frankie. Hi, erstmal ein Gruß an den Frankie. Dein Moped ist in Arbeit. Zeige mal auch in Kürze. Warum ich keine Probefahrt mache mit dem Fahrzeug, was er bringt. Generell. Ich mache keine Probefahrt, weil ich in den vielen Jahren, wo wir jetzt diese Werkstatt hier betreiben, so viele üble Sachen gesehen habe schon, das erkläre ich dann auch immer dem Kunde, dass ich erst einmal so eine Art Grundcheck machen will, ja, um zu sehen, ist das Ding überhaupt verkehrssicher. Hört sich beim Moped immer ein bisschen lächerlich an, aber wir haben hier heute ein super, super Beispiel mit der ZT25, wo wir gebracht bekommen haben, wo wir das wirklich sehr gut euch mal zeigen können, warum ich zum Glück oder von uns auch die Mechaniker zum Glück keine Probefahrt gemacht haben. Das Fahrzeug ist gekommen, weil zum Beispiel die Schaltung ist ausgeleiert. Das ist auch so wieder ein typischer eBay-Kauf. Das heißt, du merkst da schon gar nicht mehr, wo der zweite, wo der dritte ist und so weiter. Das heißt, die Kleinigkeit, Segment, der Griff dreht durch. Das sind alles so fahrbereite Dinger wieder, was es verkauft wurde. Und springt auch nicht mehr an, das Fahrzeug. Haben wir jetzt noch gar nicht geguckt, warum. Das kennt ihr, das ganze Prozedere. Wir gucken zuerst nach dem Benzin. Ist Benzin im Tank? Ist das Benzin noch gut im Tank? Ja, kann auch sein, dass es 20 Jahre alt ist. Dann kann das auch nichts mehr bringen. Ist Benzinhahn, wenn der auf ist, kommt das Benzin gelaufen und so weiter. Zündfunke etc. Hier war es dann so, dass ich zum Glück, wie gesagt, so einen kleinen Check gemacht habe. Guck mir hier die Maske an, weil die meistens kaputt ist. Ist mir das dann so aufgefallen. Hier habe ich die Abdeckung vom Lenkschloss dann mal auf die Seite gemacht. Da ist mir dann sofort aufgefallen, dass hier jemand schon mit der Bohrmaschine und auch mit einer Flex, das sieht man hier, glaube ich, relativ gut. Hier so richtig eingekerbt mit einer Flex oder mit einer Säge, mit einer Feile, mit irgendwas. Hier extrem aufgebohrt. Das war mir dann schon ein bisschen suspekt, wo ich dann gedacht habe, ja, da gehe ich mal dran und probiere mal, ob das Ding noch funktioniert. Und jetzt kommt es, das seht ihr jetzt auch gleich. Achtung, habt ihr das jetzt gesehen, was ich jetzt gebraucht habe? Das ganze Schloss ohne Schlüssel ist hier gerade runtergefallen. Seht ihr hier, das Lenkschloss liegt ganz normal drin, sieht auch alles ganz normal aus. Ihr fahrt und jetzt... Habt ihr das gewählt? Ohne sogar zu berühren, ist das hier eingerastet. So, und warum ist es eingerastet? Sehen wir jetzt gleich, kann ich euch direkt mal zeigen. So ist das Fahrzeug also bei uns angekommen. Zum Glück muss man sagen, wirklich zum Glück ist das Fahrzeug nicht angegangen bei dem Kunde. Zum Glück konnte der nicht fahren. Ihr seht es jetzt, man sieht es jetzt einigermaßen, wenn man hier reinguckt, da hat man jemand das versucht aufzubohren. Steffen, das kriegst du nicht ganz rein, denke ich, aber so einigermaßen. Hier war jemand mit dem Bohrer, hat es so weit durchgebohrt, dass unten die Feder rausgefallen ist, die hier die Gegendruckfeder. Und dass das jetzt auch wirklich der Mechaniker, der das gemacht hat, der wollte wirklich auf Nummer sicher gehen, dass das Ding einrastet während der Fahrt. Dann ist er noch hergegangen und hat hier den Arretierbolzen aufgebohrt. Der Bolzen ist komplett weg. Hier guckt nochmal der Bolzen raus. Ja, so 3 mm, 4 mm. 2 mm, keine Ahnung, ich habe es noch nie nachgemessen, ja, mit dem ihr dann hier dreht und das Schloss runter und wieder rüber und dann ist das arretiert. Genauso aber auch beim Rausdrücken, da ist die Feder, die drückt das Ding raus und der kleine Bolze, der hier drin ist, der hat innen drin eine Führung, der arretiert es, dass es nicht runterfallen kann. Hey Leute, das ist ja mehr wie lebensgefährlich. Ja, gebt euch mal die Nummer. Wer macht sowas? Wer verkauft sowas? Wer feilt hier oder wer bohrt? Er ist hier rausgebohrt. Warum? Keine Ahnung. Ein Arretierbolze vom Lenkschloss raus. Wer? Und dann verkauft man das Fahrzeug auch noch so. Also das ist mit das Lebensgefährlichste, was ich je gesehen habe. Ich hatte nur eins, was es bis jetzt noch getoppt hat. Ich hatte mal eine Kreidler Florette, eine RS auf der Hebebühne. Habe den Tank runtergemacht. Da ging es um eine Vergaserrevision und Kleinigkeiten. Haben wir den Tank runtergemacht, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, das war das letzte Fahrzeug, das ich Probe gefahren habe damals. Das ist schon ewig her. Bestimmt schon 15 Jahre oder noch länger. Habe ein komisches Gefühl gehabt beim Fahren. Ihr kennt das mit Sicherheit. Und dann habe ich einen Tank runtergemacht, habe dann ohne das Ding auf der Hebebühne und guck so ins Licht. Und dann hast du wirklich gesehen, dass diese Form, jeder, der den Kreidler-Tank kennt, der ist ja perfekt, das Blech geformt, dass da ganz kleine Welle drin waren. Dann habe ich wirklich mit dem Gummihammer oben drauf geschlagen, dann war das Spachteln. Also der Rahmen war zusammengeschweißt, ja, und zwar wirklich übel, da war Löcher drin, ohne Ende. Da war tatsächlich zusammengeschweißt aus zwei Rahmen. Unfassbar. Seitdem mache ich keine Probefahrt mehr. Bei dem Fahrzeug ist es auch noch so, dass man vorne die Bremse ziehen könnte. Da passiert gar nichts. Ja, das ist also Bremswirkung, Vorderrad haben wir null. Hinten ist okay. Aber im Grundprinzip, das Schlimmste da noch, was ich gesehen habe, das versuchen wir jetzt mal reinzukriegen, Steffen. Kriegst du die Gabel rein?
fahrbereit verkauft wieder. Gell, Leute? Also wirklich, darum geht es jetzt. Ne? Dass man hier ein Moped habe vom Schrott für 100 Euro. Ich weiß nicht, was der Kunde bezahlt hat, wollte man auch nicht sagen. Meiner Meinung nach dann so oder so zu viel, leider. Guckt euch die Gabel an. Die ist extrem verformt. Also mit der Gabel kann ich auch nicht mehr fahren. Also die ist, behaupte ich jetzt mal, da legen wir was Grades dran. Was haben wir? Irgendwas haben wir hier mit Sicherheit. Ich hole mal Standrohr kurz. Wart. So kann man es jetzt ungefähr sich mal vorstellen. So wäre sie gerade und so weit ist sie nach hinten gedrückt. Das ist schon erheblich und da kann man auch keiner erzählen, dass er da das nicht mitbekommen hat, wie er da irgendwo dran gefahren ist, ja, dass die Gabel sich dermaßen verbiegt oder auch beim Fahren das nicht gemerkt hat. Weil das spürst du sofort beim Fahren, weil wenn der Nachlauf so ist wie jetzt bei dem Fahrzeug, das ist wirklich total bescheuert zum Fahren. Das sind jetzt einfach so die Sachen, die mir persönlich wichtig sind, euch zu zeigen, damit ihr seht, was wir hier täglich in der Werkstatt alles machen. Das haben wir euch ja versprochen. Und aber auch, dass ihr wirklich, wenn ihr ein Fahrzeug kauft, guckt wirklich auf jedes Detail. Guckt euch an, ist der Rahmen gerade, optisch natürlich könnt ihr nur, ist die Gabel in Ordnung, wie ist das Allgemeine, wenn ich eine Bremse ziehe und da passiert nichts, wisst ihr schon, wie der Vorbesitzer mit dem Ding umgegangen ist. Und so Sache, Lenkschloss auf Funktion prüfe, Lenkkopflager muss wirklich leichtgängig sein, darf nirgends irgendwo so ein Gefühl, der kurze Widerstand haben, darf kein Spiel haben. Das ist jetzt super, das Lenkkopflager. Das sind so die wichtigen Sachen. Denkt dran, das ist euer Leben, das dran hängt. Guckt, dass die Radlager, dass die Schwingelagerung in Ordnung ist. Das sind so die aller wichtigsten Sachen. Es ist natürlich blöd, wenn da jetzt ein Vergaser kaputt habt, irgendwo da unterwegs seid oder die Zündung geht kaputt, dann bleibt er halt stehen. Bei weitem nicht so schlimm wie sowas, weil das ist lebensgefährlich. Das Fahrzeug fährst du irgendwo und lenkst ein und rastet ein. Auch bei mir mit so viel Erfahrung und so vielen Kilometern, da mache ich nichts mehr. Da legt es dich auf die Schnauze und da legt es dich richtig blöd auf die Schnauze. Das kann also wirklich lebensgefährlich werden. Das war's hier. Wie gesagt, liegt uns wirklich am Herzen. Wenn ihr noch was habt für uns in der Richtung, könnt ihr uns auch gerne schicken. Und wir sehen uns zunächst mit dem zweiten Teil zur Zünder vs. Kreidler. Das war's. Hier aus der Moppe-Garage, euer Mr. Moppet.